Servus Fotofreunde, wir sind heute wieder im Wald, weil immer noch Pilzsaison ist und es ist schon relativ spät abends und ich möchte heute versuchen, ein Bild zu machen von einem Fliegenpilz und das soll so ein bisschen mystisch aussehen. Ich werde versuchen, mit warmem Licht von vorne drauf zu blitzen und den Hintergrund somit blau praktisch auszublenden. Das ist so American Night Look in die Richtung. Und das bauen wir jetzt auf und dann zeige ich euch den Aufbau. Wir haben jetzt einen schönen Fliegenpilz gefunden. Ich werde euch den jetzt kurz zeigen. Ja, hier ist der kleine Fliegenpilz im Moos. Den habe ich gefunden und den werde ich jetzt fotografieren. Ja, der Plan ist heute mit der Softbox und dem Blitz. Ich habe hier eine Aurora Firefly irgendwie. Das ist so eine Softbox für den Systemblitz. Den habe ich dann hier. Der steht auf einem Funkauslöser. Und vorne habe ich den mit einer warmen Folie versehen, dass wir die Farbtemperatur hinbekommen, die wir haben wollen. So, wie ihr das bei mir ja schon öfter gesehen habt, steht die Kamera am Stativ mit der Langschiene, um die wirklich auf dem Boden ausrichten zu können. Hier ist der kleine Pilz. Ich benutze für 60 mm Makro. Ich habe oben auf der Kamera den Blitzfernauslöser und einen Funkauslöser hier. Und mit dem werden wir das jetzt einstellen und fotografieren. Okay, wir haben die Kamera eingerichtet und auf den Pilz gestellt. Ich nutze, wie gesagt, meinen Fernauslöser, weil wir eine Blitzbelichtung machen während einer Langzeitbelichtung. Den Blitz für den Pilz und die Langzeitbelichtung für den Hintergrund. Und jetzt trage ich kurz meine Videoleuchte auf die Seite, werde dann das Foto machen. Die Videoleuchte nutze ich, um den Hintergrund etwas auszuleuchten, weil da nicht mehr so viel Licht ist hier im Wald. Das ist jetzt der Winkel, den das Licht hat. Man sieht hier hinten, dass das Licht auf die Bäume fällt. Und das werden wir jetzt so probieren aufzunehmen. Ich hoffe, dass das Licht im Hintergrund reicht. Und schauen wir mal. Wir sitzen immer noch im Wald. Es ist stockfinster. Und wir haben jetzt die Belichtung ein bisschen angepasst, weil die Steffi dazugekommen ist. Die gibt jetzt mit der Videolampe ein Gegenlicht auf den Pilz und das fangen wir mit einer relativ langen Belichtungszeit ein. Und gleichzeitig bleibt aber der Blitz mit der warmen Folie von der Seite vorhanden wie vorher. So, meine Einstellungen sind jetzt ISO 200, Blende 5,6 und eine halbe Sekunde ungefähr. Und jetzt löse ich mal aus und dann blende ich euch direkt das Bild ein. Durch das Gegenlicht kommen jetzt schöne Reflexe auf die etwas feuchte Kappe des Pilzes und die Jäger und das Moos schmeißt Schatten nach vorne, so rundherum. Die werden wir natürlich wegblitzen in dem Bereich, wo der Blitz ist. Aber hinten bleiben sie doch vorhanden und das macht das ja ein bisschen einen mystischen Look. Ja, das ist ein schönes Fliegenpilzbild. Ja, unser kleines Fliegenpilz-Shooting ist jetzt fertig. Wir bauen zusammen und tragen das Zeug zum Auto. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Und probiert es doch aus, mal mit etwas anderen Mitteln auch in den Wald zu gehen. Gerne auch mit Blitzlicht und verschiedenen Gelfiltern, vielleicht auch mit mehr Blitzen oder nur mit Dauerlicht. Es lohnt sich auf alle Fälle. Noch ist Pilzsaison. Es freut mich, dass ihr bis jetzt zugesehen habt. Abonniert den Kanal und lasst ein Like da. Und schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr euch so für die Zukunft wünscht. Viel Spaß, euer Florian.